Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Ihr seht, ich probiere es heute wieder schon recht früh, das heißt, wir haben noch gar keine Zahlen, wie weit wir überhaupt springen müssen. Deswegen werde ich jetzt nachher wahrscheinlich dann nochmal kurz eine kleine Pause machen, damit wir auch ein gewisses Ergebnis haben, wo heute die Goldgrenze ungefähr ist. Vom Schwierigkeitsgrad geht es heute eigentlich, das heißt, am Anfang haben wir wirklich noch sehr, sehr einfach. So die ersten 300 bis 600 Meter waren eigentlich kein Problem. Und auch wenn wir sonst so die Grundregeln für Abgrund ohne Ende, oder nee, wie heißt der endlose Abgrund, genau so heißt, beachten. Das heißt also wirklich die Looms ignorieren und immer schön halt eben den Propeller einsetzen, dann sollte das alles gar kein großartiges Problem sein. So, hier einmal durchspringen. Hier können wir uns komplett fallen lassen einmal, weil auch hier der Bumper jetzt gleich kommt, zack. Den hätten wir auch so noch erreichen können. Diese Winde hier, die werden uns das ganze Level irgendwie komplett durchbegleiten. Und die sind eigentlich auch das einzige Schwierige hier in dem Level. Das heißt, ihr solltet wirklich diesen Teil hier halt eben schön üben und gerade diesen Windteil speziell üben. Von gerade diesen Stampfern hier habe ich, glaube ich, in dem Ganzen hier nur einen einzigen gesehen, wenn ich mir richtig entsinne. Und ja, hier schon wieder die nächsten Winde. Wir lassen uns wieder schön durchtreiben. Die Stelle hier ist recht gemein. Auch hier mit den Augen, aber ja, eigentlich auch gut zum Schaffen noch. Wir haben schon die 500 Meter. Hier ist die 600 Meter Grenze. Zack, ein bisschen zu früh sogar fast schon, würde ich sagen. Hier durch ganz langsam vorsichtig. Hier, wir lassen uns alle Zeit. Die Lums müssen wir gar nicht großartig einsammeln, die können wir ignorieren. Jetzt schnell durchfallen lassen. So, hier kommt wieder Seil, das heißt möglichst kurze Wege machen, nicht zu weit rollen lassen, damit wir nicht so eine große Seitengeschwindigkeit bekommen. Hier auch Gruß an die gute Martina, die hier gestorben ist. So, hier ganz vorsichtig durch, einmal, zweimal, wir bekommen schon die nächste Pause. Auch wieder ein bisschen zu früh. Irgendwie ist es heute recht früh. Normalerweise sind die Grenzen immer so alle 300 Meter. Und die Stelle ist extrem eklig. So, auch die hier ganz knapp wieder abspringen. So, und wenn wir diesen Teil hier sehen, dann wissen wir, jetzt kommt wieder was. Hier einmal kurz schlagen, dass wir durchkommen. Hier auch wieder ganz knappe Sprünge. Hier lassen wir uns durch. Wenn wir das sehen, okay, kennen wir auch. Erstmal kleine Sprünge und der letzte Sprung ganz hoch, damit wir hier locker drüber kommen. So, gehen wir ganz vorsichtig vor. Was kommt jetzt? Aha, jetzt kommt wieder dieses Rad ganz an der Seite entlang. Ja, auch wieder, das kennen wir von gerade eben. Schlag und wieder Propeller. So, und schon haben wir die 1000 Meter. So, hier auch ganz vorsichtig durch. Boah, die Stelle war knapp. So, und schon die nächste Pause. Wir kommen weiter durch. Was kommt jetzt? Wieder ein Rad, ganz an der Rand ran, ganz vorsichtig durch. Die Stelle kennen wir auch von anderer Seite her, ganz vorsichtig, ganz an den Rand. War vielleicht fast schon ein bisschen zu weit. Und es wird noch ekliger mit den Winden. Also die Stelle hier, das wird wahrscheinlich heute ungefähr die Goldgrenze sein, nehme ich an. Ja, auch wieder auf den Bumper und ganz schnell hier wieder den Hubschrauber einsetzen, damit wir nicht da in die Seite rankommen. Hier auch wieder ganz vorsichtig. Wieder über die Seile und die gleiche Stelle nochmal. So, ganz vorsichtig. So, jetzt hier drüber. Wir lassen uns weiter und schon wieder die Winde. Und hier erwischt es mich dann. Ja, das war die heutige Runde. 1318 Meter sollte eigentlich für den Anfang mal reichen. Ich werde allerdings heute noch beobachten, ob es sich noch ein bisschen verändert. Beziehungsweise wie sich die Grenze heute entwickelt. Geht sie nach oben, geht sie nach unten. Ich nehme an, sie wird noch ein ganzes Stück nach unten gehen. So auf 1100 Meter ungefähr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns natürlich dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann.